Hallo, ihr Leseratten. Willkommen zu meinem nächsten Video. Und wie ihr am Titel schon erkennen könnt, brauche ich eure Hilfe. Ich habe das ja im Rahmen dieser, seht ihr, das müsst ihr auch noch bearbeiten. Oh Gott, so viele Videos in der Pipeline sozusagen. Vielleicht hat der eine oder andere mitbekommen auf meinem Blog, dass ich mitgemacht habe bei Lesen und Blubbern durch die Weihnachtszeit, wo ich auch mitgefilmt habe und das Video kommt demnächst alles online. Das ist alles etwas. Wow. Ich muss mir echt ein bisschen machen von den Videos, die ich noch bearbeiten muss. Das ist echt nicht wenig. Jedenfalls hatte ich dann wieder das Lesewichteln aus dem Keller gekramt sozusagen und euch gefragt, was ich lesen soll. Beziehungsweise es war eine Aufgabenstellung. Und ich finde das eigentlich ziemlich spannend. Das machen ja auch ganz viele, auch per Video und so. Und ich habe es ja auch schon, ich weiß gar nicht, ob ich es per Video mal gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich es auf meinem Blog öfter mal gemacht. Da war eigentlich ja dauerhaft so ein Lesewichteln. Und ich dachte mir, ich mache es jetzt mal als Videoform, weil ich bin mit dem Bloggen gerade, hänge ich wieder extrem hinterher und habe dazu auch nicht unbedingt Zeit und Lust. Deswegen jetzt hier. Und ich frage euch, welches Buch ich als nächstes lesen soll für unterwegs. Ich habe auf meiner Leseliste, die da hinten liegt, noch zwei Bücher, die ich noch in diesem Monat lesen muss, soll, werde. Und ich habe auch zwei E-Books. Aber ich weiß nicht, was ich noch für unterwegs nehmen soll. Also ich habe die beiden E-Books, wie gesagt, noch, die werde ich wahrscheinlich auch unterwegs lesen als nächstes. Die sind kurz. Das ist halt von Partials. Oh Gott. Was mit I? Ich habe es ja vergessen. Dan Wells. Also quasi die Vorgeschichte von Aufbruch. Und Spartan Frost. Die beiden werde ich als nächstes auf jeden Fall lesen. Aber ich habe gerade mit Samtpfoten mitten ins Herz in Angriff für unterwegs und fast durch. Deswegen brauche ich unbedingt Nachschub. Und ich kann mich nicht entscheiden, was ich lesen soll. Ich habe mir jetzt fünf Bücher rausgesucht, beziehungsweise ein Buch habe ich von dem Kommentar entnommen unter meiner Leseliste, wo ich auch schon gesagt habe, sag mir Bücher, die ich lesen soll. Aber zu den Büchern hatte ich gerade nur bei einem Buch Lust gehabt. Das ist jetzt auch blöd, aber ja. Ich habe mir einfach eins rausgefischt. Eins konnte ich nicht lesen, weil es ist Englisch, da traue ich mich nicht ran. Und ein anderes war, glaube ich, ein Hardcover. Ja, es ist ein Hardcover zum Beispiel, ein dickes, fettes Hardcover-Buch. Das will ich auch nicht unbedingt mitschleppen. Habe das von zwar nur die Hälfte zu lesen, aber mitschleppen will ich trotzdem nicht. Und die anderen waren jetzt auch nicht gerade so, was ich sage, die muss ich als nächstes lesen. Auch blöd, ich weiß. Aber schauen wir mal. So. Und zwar, weil ich eben noch ziemlich viele Bücher habe, die ich unbedingt als nächstes lesen will. Und das sind noch nicht mal alle. Aber ich habe erstmal mich für fünf entschieden. Ich fange einfach mal an. Ne? Das erste wäre Maze Runner, die auserwählten Labyrinth. Ja, also, wer sich für Maze Runner entscheidet, dass ich das lesen soll, dann schreibt das mir bitte. Das wäre also das erste. Dann Anne-Helene Bubenza. Die unglaubliche Geschichte aus Henry and Brown. Darauf freue ich mich ja auch schon ewig. Ich glaube, ich hab das vorletztes Mal auch bekommen, oder war das nicht so? Dann haben wir die Heilanstalt. Also ich musste ja gucken, dass es auch dünne Bücher sind, dass ich sie auch mitnehmen kann. Die gehen gerade noch so und das ist ja noch richtig dünn. Ja, da freue ich mich ja auch schon sehr. Genauso wie auf Veilchenzwiebeln. Das ist so leicht, wenn man das hier nimmt, ja. Das ist fast gleich schwer, obwohl das ja viel dicker ist. Das ist so leicht. Ja, also Veilchens Winter, weil ich dachte mir so, Winter passt hier noch. Ja. Aber wie gesagt, ihr entscheidet, welches von den Büchern ich lesen soll. Ach so, und das fünfte, eigentlich das vierte ist, habe ich noch nicht hier, aber ich fahre morgen in die alte Wohnung und hole Bücher, unter anderem. Und dann könnte ich das mitnehmen. Und zwar Kalte Asche von Beckett. Mein Gott, was war das denn jetzt? Ja, das kommt morgen auf jeden Fall auch noch mit hierher, für den Fall, dass ihr das wählt. Ich blende es euch auch noch hier ein. Logisch. Für die, die es nicht kennen. So, das sind halt die fünf Bücher, die ich. Irgendwie sind das. Naja, nicht ganz. Ich wollte gerade sagen, das sind irgendwie alles Thriller, aber stimmt ja auch gar nicht. Das sind ja nicht alles Thriller. So, und das ist zum Beispiel auch ein Krimi und kein Thriller. Also, falsch jetzt wieder. Ja, gut, ich bin auf eure Abstimmung gespannt und verabschiede mich. Wünsche euch einen tollen Tag.